hier am kleinsten Stand der Bierbörse und ich habe mich mit der Ursula getroffen, die ein Bier aus Portugal mitgebracht hat, das Sagres. Ja. Und ja, und das probieren wir jetzt. Also erstmal, Ursula, danke für deine Zeit. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Danke, ja. Und jetzt vermisse ich natürlich direkt das Bier. Kannst du vielleicht ein bisschen was aus dem Bier erzählen, außer dass es aus Portugal kommt? Außer dass es aus Portugal kommt. Das ist ein Pilz, das leicht und bekömmlich ist, das nicht so starke Bitterstoffe hat und das auch mit Mais hergestellt. Also kein Hopfen, sondern Mais? Ja, ganz genau. Also dann nicht mit dem deutschen Reinheitsgebot theoretisch gesehen sprechen wir? Das geht nach dem deutschen Reinheitsgebot, sonst stellen wir nicht hier. Okay. Ja, noch eins für die Dame, würde ich sagen. Ich lade dich mal ein, Ursula, würde ich sagen. Ich wollte nicht schon wieder Angst. Also, ja. Macht man das denn normalerweise auch in Portugal, die Gläser nicht so voll? Das sieht so Köln aus. Nee, die sind schon normal und man richtet sich nach dem Eichstrich. Und wenn der José, mein Portugiese, das nicht richtig gemacht hat, dann muss er schnell nachfüllen. Achso, okay, gut. Ist ja nicht so schlimm. So? Also, ich sage euch mal etwas. Das Bier, also dem Mais, dem riecht man schon ein bisschen raus, das aber das kann ist nicht, sein. Aber das ist nicht 100% Mais. Nein, das ist nur eine Zugabe. Mhm. Und das ist das, was dieses Bier so leicht und süffig macht. Wir können in Portugal in diesen heißen Gefilden können wir keine schweren Biere haben, das würden die gar nicht akzeptieren. Ist das denn Maisextrakt, der während des Gärvorgangs hinzugegeben wird? Wahrscheinlich, ja. Das weiß ich gar nicht ganz genau. Mhm. Ich weiß das nur, dass viele, die Probleme mit Glutein haben, dass die dieses Bier trinken können, ohne Probleme danach. Also ein glutenverträgliches Bier, würde ich sagen. Genau, ja? Ganz genau. Ursula, ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir Saude. Probieren einmal. Ja? Saude. Saul? Saul. Saude. 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 Mhm. Mhm. Sehr erfrischend. Man schmeckt eigentlich weder dem Hopfen raus noch dem Malz. Man schmeckt eigentlich wirklich so ein richtiges Erfrischungsmittel, leicht prickelnd. Ja, richtig, ganz genau. Wie viel Prozent hat das? 4,9. Hm? Mhm. 4,9? Okay. Wirklich sehr lecker. Schön erfrischend. Also ein Pilz, obergärig dann wahrscheinlich oder ist es untergärig gemacht? Okay. Es ist obergärig. Ja. Mensch. Aber in jedem Fall schönes Bier, was man so bei 38 Grad, die wir ja letztens hier hatten in Deutschland, durchaus trinken kann. Im Moment ist es in Portugal so heiß, dass man nur sowas trinken kann. Oder drin badet. Genau, ganz genau. Aber jetzt hast du mir auch gesagt, ich bin ja eigentlich Weinsommelier. Ja. Ihr habt auch Wein dabei. Ja, wir haben den klassischen, typischen Vinho Verde, den es nur auf der ganzen Welt nur in Portugal gibt. Perfekt, dann würde ich sagen, probieren wir den doch mal, oder? Ja. Ja? Aber trotzdem, ein sehr leckeres Bier. Ich stelle das mal hier hin, das trinke ich dann nachher weiter. Ja, stellen wir raus. Und den Wein, wo habt ihr den, den gibt es als in Rosé Weiß, natürlich. Weiß und Rosé. Mhm. Der Rosé, der hat das Charakteristische, dass die Traube nur, also diese Farbe hat. Der Rosé, der wird nicht verändert, sondern so wie die Farbe der Traube ist der Wein. Was trinkst du denn lieber? Ich trinke den Wein. Dann lade ich dich darauf ein. Ja, das ist doch eine Idee. Bier auf Wein, nee, Wein auf Bier. Das lass sein. Ja, ich mach das schon. Reicht ja so ein bisschen? Ja, also, das reicht vollkommen. Das perlt wunderschön, würde ich sagen. Und das auch im Römer. Ja. Eigentlich ist ja Römer das macht man Moserglas, eigentlich nicht da. Das macht man nicht. Was denn? Dieses Schaukeln, das macht man nicht, weil dieses Perlige, das soll man in dem Wein erhalten und soll es mittrinken, so wie beim Sekt. Ne? Aha. Dann? Zum Wohl. Los, oder? Ja. Also, wunderschöne Aromen. Etwas Blumiges in der Nase. Mhm. Man spürt auch so ein bisschen. Schön erfrischend. Was Erdbeeriges ist da auch. Was Erdbeeriges? Ja. Das ist also ein portugiesischer Sommerwein, der nur 9,5% Alkohol hat. Aber auf jeden Fall mineralischer Boden. Ja. Wirklich sehr süffisant, würde ich auch sagen. Genau.
ein leckerer Wein hier auf der Bierbörse gefunden. Und ja, Ursula, ja. Ich bedanke mich in jedem Fall für deine Zeit. Ja. Ich werde jetzt Wein und Bier trinken. Okay. Zum Tschüss. Wohl.